So. Los geht's hier. Wieder weiter. Speere sind offensichtlich die besten Waffen. Reichweite und Schärfe. Mehr braucht man nicht. Ja, die Blitze werden immer mehr. Und ja. Danke, Waldläufer. Armselige kleine Maden, diese Sklaven. Sie wissen nicht, wie gut sie es haben. Wenigstens leben sie noch. Wenn wir einfach nichts täten, würde das Wetter sie vermutlich töten. Das war nicht meine Schuld. Ich sag dem Häuptling, dass ich seinen Leibwächter getötet habe. Er dreht sich um. Hat exakt das gleiche Gesicht wie die Wale, die ich getötet habe. Die wir getötet haben. Zwillinge? Wer hätte das gedacht? Sorg einfach dafür, dass du den Platz des toten Häuptlings einnimmst. Der Häuptling lebt noch. Dann werde ich ihn jetzt umbringen. Oh, guter Plan. Ich bin gleich hinter dir. Es klappt. Eine Übungsanlage. Sehen wir doch mal, wie die Soldaten des Häuptlings sich im echten Kampf schlagen. Rüttle am Käfig und erwecke das Biest in ihm. Wenn Redback es schafft und neuer Häuptling wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er uns zur schwarzen Hand führt. Zweifach erfahren.
weniger dich. Das ist bis jetzt ein sehr guter Kampf, ich konzentriere mich auch hier. Tut mir nicht sehr leise, aber bis jetzt. Ich glaube, ich komme aber auch immer mehr dazu, kann das sein? Ma! Sehr schön. Sehr schön. Das ist jetzt bitter. Das tut mir aber sehr leid. Oh, das hättest du jetzt nicht verdient gehabt. Ich bin nur ein Soldat einer riesigen Armee. Ja. Zeig das mit anderen nicht mehr. Endlich! Redback ist Häuptling! Wir haben es geschafft! Jetzt halte dich an unsere Abmachung. Oh, nur keine Sorgen. Häuptling Redback, passt auf, dass dir hier niemand deine schmutzigen Pläne durchkreuzt. Gut. Doch Redback spricht nicht für die anderen Häuptlinge. Um die mache ich mir keine Sorgen. Leihst du mir dein... Ich brauche eine schärfere Klinge. Jo. Eines Tages wird der dunkle Herrscher auf mich herabblicken und ich werde bereit sein, seine Feinde zu zerschmettern. Jawohl. Das ist wichtig, finde ich. Jo, was nehmen wir noch? Dieses Betäuben-Dings. Vorsicht!
neue Festung haben wollte. Wir sind auf dem Weg. Die Bleichhäute sind bereits an der Arbeit. Was? Das sagst du dich nicht! So. Okay. Was haben wir denn jetzt für Missionen? Die könnten wir mal. Mal sehen, ich da in der Nähe. Geister toter Sklave. Und du glaubst so etwas? Du bist ja noch dümmer, als du aussiehst. Wenn ich so dumm bin, dann sag mir, was sie dann sind. Ein Ghoul ist kein Geist, sondern etwas, das du töten musst, bevor es dich tötet. Blut, du Schwächling. Ich habe etwas gesehen. Schleicht da jemand umher? Menschen sind schwach. Ihnen fehlt sowohl der Mut als auch die Kraft für den Kampf. Selbst wenn sie die besetzen, haben sie keine Anführer, die sie befehligen können. Komm her. Komm zu Papa. Na, komm her. Na, komm her. Danke. So. Vergiss nicht, wer dein Herr ist. Gut.
Zu dem Duell möchte ich schon kommen. Was du ja letztens hat sehr viel gebracht. Unsere Krieger verdienen. Zwei Duellen, zwei Leute kann man da ausschalten. Ist er nicht mal R2-Zug in ihrem Blick? Der mit dem Ehrenblick ist tot. Sag mal ja gar nicht. Ah. Hat er den getötet, wirklich? Okay. Sehr schön. Noch jetzt nur einer da, gell? Das war irgendwie aber auch komisch, dass nur einer da ist.
bin bereit für einen richtigen Kampf. Okay. Na gut, dann beende ich die Folge jetzt einmal. Der Ort, an dem wir sein möchten, ist der Ort, an dem wir zu bleiben verdammt sind. Die Ausgestoßenen flüchteten aus Gondor dorthin. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird der dunkle Herrscher seine Armeen hier versammeln wie Steine auf einem Spielbrett. Bis dann, haut rein, macht's gut. Ciao.